Er ist einer der engsten Berater des US-Präsidenten. In dessen Auftrag reist er durch den Nahen Osten und will sogar einen Friedensplan vorlegen. Jared Kushner war vorher ein Immobilieninvestor für die Firma seines Vaters, bekannt für seine dubiosen Geschäftsmethoden. Sabine Anton, eine deutsche Journalistin in New York, kann das belegen. Bis vor 5 Monaten wohnte sie hier in einem von Kushners Häusern in Brooklyn. Im November zog sie aus, genau wie 2 Drittel der Mieter. Denn durch die rücksichtslosen Umbauarbeiten der Eigentümer hatte sie sich bedrängt gefühlt. Vor ihrer alten Wohnungstür erzählt sie, wie es damals war. Es war wirklich so richtig so bum, 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 ja, so abends um 6 oder so. Auf einmal stand so ein Bulle vor der Tür und hat mir bloß Papiere gegeben. Und das war ja nicht nur einmal, es war ja mehrmals. Also dann, ich habe dann einfach nicht mehr das Gefühl gehabt, das ist mein Zuhause. Ich wollte bloß noch weg. Lärm, Staub, Dreck, Vibrationen, Tag für Tag. Sabine Anton dokumentiert die Belastung minutiös, Monat für Monat, 2 Jahre lang. Aber der neue Besitzer reagierte nicht auf Beschwerden. In den Apartments machen sich derweil neue Bewohner breit. Auch davon ist der Vermieter unbeeindruckt. Nachts filmt die Babykamera des Nachbarn sogar eine Ratte neben dem Kinderbett. Sabine Anton und die anderen Mieter finden das sogar für New Yorker Verhältnisse extrem. Hier ging es eindeutig darum, nicht diese Apartments nur zu renovieren, sondern die waren ja frisch renoviert, wie man auch in den Vorher-Nachher-Bildern sieht. Sondern es ging darum, die Leute rauszuschlagen, dass sie also wirklich ausziehen, damit man mit viel Gewinn verkaufen kann. Westminster, eine Immobilienfirma der Familie Kushner, hatte das Multimillionen-Dollar-Objekt in Brooklyn gekauft. Das Familienunternehmen ist im Immobiliengeschäft besonders von New Jersey und seit einigen Jahren auch in New York und Baltimore aktiv. Vor dem Kushner-Hauptquartier in der 5th Avenue protestiert eine Mieterinitiative zusammen mit einem Lokalpolitiker. Die Geschäftspraktiken der Kushners seien nicht nur unsozial, sondern in weiten Teilen auch illegal bis gefährlich. Die Firma Kushner nutzt die Baumaßnahmen als Waffe, um Mieter aus ihren Apartments herauszuschikanieren und die Wohnungen der Regulierung zu entziehen. Nicht nur die Entmietung und der Wiederverkauf von Apartments gehören zum Geschäftsmodell. Kushner führt die Stadt New York regelrecht vor. Wir haben 80 gefälschte Bauanträge gefunden, in denen sie über den Anteil der mietpreisgebundenen Apartments gelogen haben. Außerdem hat die Firma Kushner $350.000 Strafe nicht gezahlt. Die Anwälte der Firma Kushner weisen das zurück, haben inzwischen aber $185.000 an die Stadt bezahlt. Bis vor 2 Jahren leitete Jared Kushner selbst das operative Geschäft der Firma. Als er zum Vertrauten des Präsidenten im Weißen Haus wurde, zog Kushner sich aus der Geschäftsführung zurück. Seine Anteile besitzt er noch immer, profitiert somit weiterhin. Die eigenen Interessen verfolgte Jared Kushner mit seiner Firma Westminster auch in Baltimore. Nachdem er vor 7 Jahren 5.500 Apartments und Reihenhäuser gekauft hatte, begannen seine Anwälte Mieter und sogar Ex-Mieter zu bedrängen. Kamea Warren war eine der Betroffenen. 5 Jahre lang verfolgte Westminster die alleinerziehende Mutter mit Zahlungsforderungen, obwohl sie längst ausgezogen war. This is where I lived. Hier habe ich gelebt, hier haben die Probleme angefangen. Where the problems begin. 112 Mahnungen und Vorladungen über $5.000 hatte sie über die Jahre bekommen, obwohl sie nachweisen konnte, dass sie ihren Mietvertrag ganz legal beendet hatte. Erst nach Jahren fand sie eine Anwältin und konnte die Verfolgung durch die Eintreiber Kushners stoppen. I had 3 children. Ich hatte 3 Kinder zu versorgen, habe Vollzeit gearbeitet und bin zur Schule gegangen. Sie haben mein Gehalt gepfändet und mein Geld vom Konto genommen. Mein gesamtes Geld. All of my money out of my bank account. Kushner will, zu Deutsch Kushner Stadt, ist der neue Spitzname der Siedlung für Geringverdiener. Ihren Umsatz macht die Firma weitgehend durch Mieteinnahmen, die zum Teil durch Wohngeld der Stadt subventioniert werden. Ein Journalist aus Baltimore stößt bei seiner Recherche nicht nur auf Kamea Warren, sondern auch auf hunderte ähnlicher Fälle nach dem immer gleichen Muster.
Auf der Suche nach der Firma in der Gerichtsdatenbank ist mein Computer fast explodiert. Es gab so viele Fälle. Seiten über Seiten, da wurde mir klar, wie aggressiv die Firma gegen die Mieter vorgeht. Es war Jared Kushner, der sogar Geld aus Menschen quetschte, die längst ausgezogen waren. Ich fühlte mich besiegt und eingeschüchtert. Es hat meine Kreditwürdigkeit zerstört und ich dachte, ich kann meine Träume nicht mehr verfolgen. In New York wehren sich die vertriebenen Bewohner des Kushner-Hauses ebenfalls. Sabine Anton und 19 andere verklagen die Firma Westminster auf 10 Millionen Dollar. Wir wussten von Anfang an, dass wir es mit Kushner zu tun haben. Dass der im Grunde genommen zum ultimativen New Yorker Slumlord, sagen wir, nicht Landlord, also Vermieter, sondern Slum-Vermieter werden würde, war für uns sehr erstaunlich. Das Geschäftsmodell Slumlord ist für Jared Kushner derzeit ausgesetzt. Er mischt jetzt im Weißen Haus mit. Statt New York und Baltimore heißt es Riad und Tel Aviv. Ob er mit seinen gewohnten Geschäftspraktiken aus der Immobilienbranche auch in der Politik erfolgreich ist, wird sich zeigen.